Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem 33. Permakultur-Podcast. Ich hätte tatsächlich nie gedacht, dass wir irgendwann mal eine 33 stehen haben. Ganz hervorragend. Heute mit dem Thema, wie du das Klima wirklich ausgleichen kannst. Nicht retten, sondern ausgleichen. Und das ist so ein bisschen unser Thema, ja, was da alles so dranhängt. Und dafür habe ich heute drei, also aus meiner Sicht wirklich Fachleute dabei, also Leute mit ganz viel Wissen, die ihr auch teilweise schon aus unserem Podcast kennt, aber einen neuen Gast haben wir dabei. Ja, und vorher möchte ich aber nochmal Danke sagen an euch da draußen, an alle, die unseren Podcast gucken und uns so tatkräftig auch immer mit Kommentaren und wirklich gutem Feedback unterstützen. Da seid ihr natürlich heute auch wieder zu angehalten. Kommentiert, fragt, ja, also ich gucke dann immer rein und auch vielleicht ein paar von den Experten, die heute dabei sind, schauen dann mal über eure Fragen drüber und gerne auch Anregungen geben, was noch so Themen hier in Zukunft auch da sein dürfen. Ja, ich freue mich ja immer über neue Themen. So sind ja auch meine Gäste hier zu uns gekommen. Ja, und vor allen Dingen auch für die seit Jahren jetzt immer mehr wachsende Unterstützung für unser Projekt, auch auf allen Ebenen aktive Mitarbeit, finanzielle, dass wir hier das überhaupt machen können. Ja, vielen Dank dafür. So, ganz großartig. Jetzt habe ich den ersten Gast, den ich reinhole, ist der liebe Stefan Schwarzer, den ich hier zum ersten Mal in unserem Permakultur-Podcast begrüßen darf. Und der Stefan, der ist nämlich physischer Geograf, Permakultur-Designer. Und ich habe bei dir auf deinem Online-Profil gelesen, globale Ziele mit lokalen Maßnahmen lösen. Ja, das fand ich schon mal großartig. So sehe ich das nämlich auch. Und du bist ja bekannt den Leuten, die das kennen, vom Symposium für aufbauende Landwirtschaft, wo du schon seit ganz, ganz vielen Jahren echt super tolle Arbeit machst. Ja, und da wirklich, wie soll ich sagen, Wissen in die Welt haust, noch und nöcher, wie man wirklich aktiv hier was zum Positiven wenden kann auf ganz vielen Bereichen. Genau, ich würde jetzt nochmal kurz dein Buch gleich einblenden und du sag doch sonst nochmal ein paar Sachen, die ich vergessen habe, die du noch über dich erwähnen willst. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Ja, danke. Hey, Daniel. Schön, dass ich da sein kann. Was ich vergessen habe, nun, also physischer Geograf. Den Geografen sagt man nach, sie wissen von allem etwas, aber nichts richtig. Kommt vielleicht erstmal so ein bisschen negativ rüber, aber tatsächlich sehe ich das mittlerweile als Vorteil. Also wir sind keine Spezialisten, sondern Generalisten. Und was ich für mich so in den letzten Jahren einfach entdeckt habe, was meine Berufung, die mittlerweile auch Beruf ist, ist tatsächlich Brücken zu bauen und also Themen und Menschen miteinander zu vernetzen aus verschiedensten Bereichen, vor allen Dingen natürlich jetzt mit dem Thema Landwirtschaft, aber ob das jetzt ökologisch und konventionell ist, ob das Ackerbau, Gemüsebau ist, ob das Praktikerinnen mit Forschern sind oder jetzt auch die Politik, die mit dazu kommt, da sehe ich mich einfach plus, also diese große Bandbreite an Themen, ne? Der ganzheitliche Ansatz, holistische Ansatz der Permakultur, der da einfach sehr stark auch mit reinspielt, der mich so an mein Geografiestudium auch erinnert, beziehungsweise da ich auch sehr gut andocken kann. Das ist halt mein großes Anliegen und ich glaube, deswegen ist so ein Symposium oder die Webinarreihe oder eben andere Produkte wie jetzt die Bücher auch so interessant, weil es aus vielen verschiedenen Perspektiven draufschaut und versucht, viele Puzzleteile einfach miteinander in Verbindung zu setzen, sodass ja. Puzzle entsteht. Also ich kann auch nur dazu raten, mal so ein Online-Symposium zu den verschiedenen Themen, ja, da gibt es ja viele, mal mitzumachen bei euch, also die haben mir tatsächlich also immer sehr gut gefallen, ja, und jetzt habe ich es geschafft, ich blende nochmal direkt hier dein Buch ein, Aufbäumen gegen die Dürre, das hast du jetzt ja aktuell rausgehauen, auch, ich habe es noch nicht gelesen tatsächlich, das werde ich aber noch nachholen, aber mir sind natürlich viele Themen wahrscheinlich schon ein bisschen bekannt, bleibt nicht aus, wenn man so viele Jahre schon Permakultur macht. Genau, und das kann man mittlerweile kriegen und wie gesagt, das Symposium für aufbauende Landwirtschaft, also wunderbares Ding, um halt wirklich aktiv zu sagen, jetzt mache ich was. Ja, und jetzt hole ich meinen zweiten Gast dazu und zwar, den kennt ihr auch schon, ja, vom Dauerwaldkanal, den Wilhelm Bode, den ihr ja auch aus unserem Podcast schon kennt, den ich auch wieder herzlich hier begrüßen darf. Ja, und da möchte ich noch dazu sagen, der liebe Wilhelm Bode, falls ihr ihn noch nicht kennt, vom Dauerwaldkanal, war jahrelang Leiter des Saarländischen Forstes und NABU-Waldsprecher. Ich glaube, so sagst du es auf deinem Kanal auch immer, ne? Genau, ja.
Und hat natürlich geschrieben, den ich auch schon fleißig durchgelesen habe. Man sieht hier die ganzen Notizzettel, ja, den Dauerwald-Leitfaden, ja, wie man einen Wald nämlich so baut, dass der gut ist. Da kommen wir dann dazu. Und natürlich, das bin ich jetzt gerade auch fast durch, die Jagdwende. Also noch ein paar mehr Bücher hast du geschrieben, aber so die zwei wichtigsten, finde ich, denke ich, sonst musst du mir widersprechen, Dauerwald, Leitfaden und die Jagdwende. Genau, und im Herbst haben wir eine ganz tolle Veranstaltung. Da kommt ihr bitte, wenn ihr irgendwie Zeit habt, dazu mit dem Wilhelm Bode, wo er uns nochmal einen Vortrag hält über den Dauerwald und die Prinzipien, wo wir auch eine Waldbegehung machen mit euch, wo ihr dann Fragen stellen könnt, praxisbezogen. Ja, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht, dass ihr das Wissen nur habt, sondern die ganzen Waldbauern da draußen auch wissen, wie sie es machen müssen. Herzlich willkommen, lieber Wilhelm. Dankeschön. Und da habt ihr mir gleich ein Stichwort geliefert mit dem Titel Aufbäumen gegen die Dürre. Das ist ja bekanntlichermaßen ein Baumsprichwort, Aufbäumen. Aufbäumen, genau. Mit Bäumen. Ja, denn eine der wichtigen Strategien sind natürlich die Bäume, um die Dürre abzumildern. So ist es. Und der Dauerwald ist dann natürlich auch eine ganz, also man könnte sagen, der beste Forst, den man machen könnte. Oder, naja, da können wir, aber ich sage der Dauerwald. So, und jetzt mein letzter Gast, der Bernhard Gruber, den ihr auch schon kennt, der den ältesten Waldgarten im deutschsprachigen Bereich hat, den ich persönlich kenne. Also ich würde sagen, der älteste Waldgarten im deutschsprachigen Bereich. Und den Bernhard kenne ich jetzt schon einige Jahre. Ich persönlich habe auch meinen Permakulturdesigner bei ihm gemacht. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dieses Jahr macht er auch wieder Kurse, glaube ich. Noch kann man teilnehmen. So. Genau, und der Bernhard hat auch, ja, was könnte man zu dir sagen? Also du hast natürlich das Österreichische Waldgarteninstitut gegründet. Ja, also in Österreich sehr aktiv. Du bist natürlich auch Permakulturdesigner, wie Stefan und ich. Ja, und was mich so freut, das muss man auch einfach mal erwähnen, dass du ja schon in zweiter Generation diesen Waldgarten betreibst, ja, und die dritte jetzt, glaube ich, schon mitarbeitet und die vierte jetzt gerade geboren wurde, ja. Also das ist wirklich, das muss man einfach mal sagen, sowas, dass es sowas noch gibt, dass sowas über Generationen weitergemacht wird. Genau, und ja, wir haben hier noch was liegen, das muss ich natürlich auch noch zeigen. Für alle, die ins Thema einsteigen wollen, das kriegen immer alle von mir um die Ohren gehauen, die mich fragen, was ist eigentlich Permakultur? Deine kleine Fibel als Einstieg, wunderbar für die Permakultur, die kriegt man in Deutschland über uns, also über unseren Verein oder bei dir. Genau, und halt, das finde ich beste, nach wie vor muss ich einfach sagen, beste Waldgartenbuch im deutschsprachigen Bereich von dir, unser essbarer Waldgarten. Kriegt man auch bei uns oder halt bei dir in Österreich, ja, also wo der Versand günstiger ist quasi, je nachdem, wo man lebt. Ja, lieber Bernhard, herzlich willkommen. Ja, danke schön, lieber Daniel. Schön, dabei sein zu dürfen. Freut mich, ist mir eine Ehre. Genau. Ja, und jetzt, da wir alle zusammen sind, es ist mir ein Fest, darf der liebe Stefan einen kleinen Vortrag halten, in dem er genau zu dem Thema Aufräumen gegen die Dürre euch ein paar Eckpunkte gibt, warum das so wichtig ist und was man da alles wirklich auch machen kann, um hier einen positiven Drive reinzukriegen in verschiedenen Bereichen. Und dafür schalte ich dir jetzt mal deinen Vortrag frei. Auf geht's. Ja, vielen Dank. Genau, Aufbäumen gegen die Dürre, das natürlich doppeldeutig gemeint. Das war nix. Warte. So, jetzt. Wir wollen ja dich sehen. Dann nehme ich uns erstmal raus und dann kommen wir später wieder dazu. So. Okay. Also das Aufbäumen gegen die Dürre, natürlich der Begriff ein bisschen doppeldeutig gemeint. Wir müssen uns aufbäumen im Sinne von rebellieren oder ne, da aktiv werden. Und eben, wie Wilhelm auch sagte, es geht um die Bäume als einen essentiellen Spieler dabei. Ich will mal so ein bisschen das große Bild eigentlich dahinter aufzeigen. Also wir steigen so gesehen weit hoch in die Atmosphäre. In die Spielchen, die da seit Millionen von Jahren oder so aktiv sind. So ein bisschen Metaebene ist es jetzt vielleicht erstmal. Und wenn wir mal schauen, so die letzten Jahre und dieses Jahr mal wieder auch, bei uns hat es jetzt gerade nach 6 Wochen das erste Mal wieder geregnet mit immerhin 13 Liter, da sind wir sehr froh drüber. Diese letzten Jahre waren ja geprägt vor allen Dingen von 2, 3, ich sag mal, Stichworten, die man nennen könnte, also Sommertrockenheit, als eins, erhöhte Temperaturen, und zwar nicht nur die Lufttemperaturen an sich, sondern für die Landwirte bzw. für die Pflanzen, das Problem der erhöhten Bodentemperaturen auch, unter denen sie dann stark leiden, weil der Boden erwärmt sich einfach auch nochmal mehr, und trockene Böden.
Und letztendlich diese drei Stichworte verbindet ein Thema, nämlich Wasser, beziehungsweise so gesehen das Nicht-Vorhandensein von Wasser. Klar, also das ist ein Thema der letzten 5 Jahre und es wird, so schaut es danach aus, ja auch zunehmend ein Thema sein. Vielleicht da auch nur als Stichwort, dass ich mal gelesen habe von einem Wissenschaftler, der sagte, die Dürre in Deutschland wird über Spanien und Frankreich zu uns kommen. Und wenn ich mir anschaue, also von Spanien, da wissen wir es ja von den letzten Jahren, Frankreich war jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr auch stark betroffen, aber vor allen Dingen dieses Jahr ja im Frühjahr von dieser sogenannten Winterdürre, ein Wort, was es vorher so nicht gab. Und jetzt nähern wir uns zumindest in manchen Bereichen in Deutschland zum gewissen Sinne diesen Zustand auch an. Also von daher ist das gar nicht falsch, wenn man sagt, naja, wir müssen nur nach Spanien gucken, um vielleicht zu schauen, wie es bei uns in 10 oder 20 Jahren auch aussehen könnte, ne? Und dafür ist es dann wiederum, beziehungsweise für das Aufbäumen dagegen, ja, interessant zu gucken, wo kommt denn zum Beispiel eigentlich der Regen her, der bei uns runterfällt. Und interessant ist, dass wenn wir uns global das anschauen, 50% des Niederschlags auf dem Land, auf den Kontinenten, vom Ozean kommt. Aber das heißt, 50% kommt nicht vom Ozean, sondern vom Land. Das ist, denke ich mal, für die meisten erstmal überraschend. Also für mich war es überraschend, als ich das nochmal so recherchiert habe, weil ich irgendwie erstmal so dachte, naja, das eigentlich kommt der Regen vom Ozean. Aber nein, ist nicht so. Also 50% vom Land und da interessanterweise zu etwa 70% über die Vegetation. Letzten Endes, die Vegetation schwitzt Wasser, das geht dann in die Luft, bildet Wolken und kommt als Regen wieder zurück. Also das Land und die Vegetation auf diesem Land spielt eine große Rolle für den Niederschlag weltweit auf den Kontinenten, also auch bei uns in Deutschland. Ja, und wenn wir dann so ein Bild sehen, wie zwar erstmal man sagen würde, krass, aber so unüblich ist das nicht, also vor allen Dingen natürlich in Ostdeutschland, aber auch in manchen anderen Gebieten und wenn wir in andere Länder gucken, dann ist das ja auch so weit verbreitet, dann muss man sich natürlich direkt mal am Kopf kratzen und sagen, Moment, wenn die Vegetation so entscheidend ist für die Produktion von Niederschlag, ja, dann fehlt hier was, ne? Und das vor allen Dingen in den Sommermonaten. Im Winter schwitzen die Pflanzen natürlich nicht so viel, aber auch da ist es ein Problem. So, und wenn wir uns dann noch ein bisschen weiter angucken, was sind denn so die einzelnen Funktionen oder was passiert mit der Vegetation, in der Vegetation, wenn wir uns so einen großen Baum mal anschauen, der kann im Sommer 400, 500 Liter am Wasser am Tag verdunsten. In den Tropen sind das 1000 bis 2000 Liter sogar. Also riesige Mengen. Ja. Für diesen Verdunstungsprozess, das heißt den Übergang von Wasser, flüssigem Wasser in Wasserdampf, braucht es relativ viel Energie. Übersetzt heißt das, für 100 Liter braucht es etwa 70 Kilowattstunden. Das wird so den meisten von uns nicht wirklich viel sagen, wie viel das ist. Also vergleichen wir das mal. Also die 400 Liter für so einen Baum, die Energie, die aufgewendet wird, und der Umgebungsluft entzogen wird und damit kühler wird, entspricht etwa 5 Klimaanlagen, die 24 Stunden lang on power, full power laufen. Ja, also dieser Baum kühlt die Umgebung in den, ich sag mal, 10, 12 Stunden, wo er aktiv ist, weil nachts passiert da nicht so viel, wie 5 Klimaanlagen, die 24 Stunden laufen würden. Also 10 Klimaanlagen, die etwa so in den gleichen Zeitraum laufen würden. Ne? Also enorm, was so ein Baum an Kühlungskraft mit sich bringt. Die Frage, so ein bisschen im Moment, aber Schatten und wie ist das? Also meine Tochter kam bei der Vorbereitung von dieser Präsentation und fragte so im Biergarten und unterm Sonnenschirm, da ist es ja anders, als wenn ich unter dem Baum sitze. Und genau das ist eben dieser Unterschied. Wenn ich mir einen großen Biergarten vorstelle und da stehen nur die Sonnenschirme, dann verhindert das nur, dass die Sonnenstrahlung mich trifft, aber es wird nicht die Umgebung gekühlt. Während wenn da 3, 4 große Linden stehen, dann wird eben die ganze Umgebungsluft gekühlt, zusätzlich zum Schatten, den die Bäume bilden, ja, wird die Umgebungsluft gekühlt mit eben dieser Kraft von jeweils 5, 6, 7, 8, 9, 10 Klimaanlagen, die da aktiv laufen. So, und das ist nicht vernachlässigbar. Ja. Wenn wir schauen, wie ist denn die Verteilung der Sonnenenergie, wenn sie bei uns auf vegetationsreiche Flächen trifft,
dann gehen etwa 5-10% dieser Sonnenenergie in den Boden, die erwärmen den Boden, der Boden gibt aber diese Wärme auch wieder ab, ja, kühlt dann vor allen Dingen nachts auch wieder aus. 5-10% dieser Sonnenenergie wird in die sogenannte fühlbare Wärme übertragen. Das ist das, also die Lufttemperatur steigt und das können wir halt spüren. Ne? Das heißt aber, der größte Teil, also 80-90% bei, also je nachdem, wie vegetationsreich die Flächen sind, geht in die sogenannte latente Energie über. Das heißt, in diese Energie, die vom flüssigen Wasser in den Wasserdampf übertragen worden ist und dort gespeichert wird. Und diese Energie geht dann erstmal in andere atmosphärische Schichten und ist weg. Also deswegen auch dieser Kühlungseffekt. Ja. So, wenn wir mal schauen, wie sieht denn das auf dem Acker aus, dann ist das da etwas anders. Also auf der einen Seite haben wir etwa 10-15% der Sonnenenergie, die den Boden wärmt. Ne, und das können wir sehr, sehr leicht nachvollziehen, wenn mal im Sommer barfuß mal irgendwie über eine Wiese gehen und dann über einen brachliegenden Acker oder dann über den Asphalt, vielleicht noch ein bisschen schlimmer, ja, dann merken wir, der Boden ist deutlich wärmer. Das ist also schon mal der eine Effekt. Und dann ist der andere Effekt, dass der weitaus größere Teil der Energie, 70-80%, in diese fühlbare Wärme übergeht und nur 10-20% in die latente Energie, weil eben entsprechend wenig Wasser da ist, was verdunsten kann, und entsprechend wenig oder keine Vegetation, die diesen Verdunstungsprozess auch aktiv steuern kann. Also das heißt, die, ne, stellen wir uns vor, es ist 35 Grad, so wie es jetzt die letzten Tage bei uns auch war. Ich gehe raus auf den Spaziergang, gehe raus auf den brachliegenden Acker. Bei uns ist gerade Getreideernte gewesen, teilweise ist gepflügt worden. Dann sind da nicht mehr diese 35 Grad, sondern ich spüre da eher die 40 oder 45 Grad. Es wird richtig warm. Also wenn ich vorher nicht geschwitzt habe, dann jetzt. Und dann sage ich, boah, nee, also das ist mir zu heiß. Nebenan liegt irgendwo ein Wald, ich gehe in den Wald und auf einmal ist es, ne, nicht mehr diese 35 Grad von vorher, sondern 30 Grad oder 25 Grad und eine ganz andere Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, die einfach auch wieder kühlt. Ne? Das ist also dieser Unterschied, ist mein Boden bedeckt, ist dort Vegetation, steht dort Wald oder habe ich eben klassisch brachliegende Felder, gepflügte Felder, geerntete Felder, wo diese Sonnenenergie ganz anders umgesetzt wird. Mal als ein Beispiel, wie das bei uns letztes Jahr aussah und dieses Jahr tatsächlich auch nicht viel anders. Also ich habe gerade gestern auch Temperaturen gemessen, die kommen wieder in die Richtung. Also links ein Kleegras, relativ licht bestanden, weil nach, ich weiß nicht, 6 Wochen Trockenheit hat auch das Kleegras da gelitten. Aber eine Temperatur von 36 Grad bei einer Lufttemperatur von 37 Grad, während rechts bei uns auch auf dem Feld gefräster Acker, wir 70 Grad messen. Also das ist der Unterschied zwischen, wie wird Sonnenenergie umgesetzt? Wird es hauptsächlich in links die latente Energie, die kühlt, umgesetzt oder wird es wie rechts in die fühlbare Wärme umgesetzt und dementsprechend steigen die Lufttemperaturen? Ein Beispiel, was das noch ein bisschen illustrieren kann, wir sehen hier so einen Löwenzahn und ein bisschen offenen Boden und wenn wir auf die Temperatur mal gucken, also oben ist ein normales Bild, unten ist eine Infrarotaufnahme, ein Thermalbild, was die Temperaturen zeigt, dann sehen wir, dass dieser Löwenzahn irgendwo bei 13 Grad ist und diese offene Fläche da oben liegt bei 18, 19 Grad. Ja, also auf kleinster Fläche locker 5 Grad Unterschied. Wenn wir schauen auf eine größere Fläche, hier ist so ein kleiner Teich, im Süden steht ein Wald, dann sehen wir, dass dieser Wald eine Temperatur von knapp 29 Grad hat. Und wenn wir weiter westlich schauen, links auf dem Bild, eine abgemähte Wiese, dann finden wir dann eine Temperatur von 39 Grad. Und hier, wo der Asphalt ist, sind sogar 49 Grad. Das heißt also, zwischen Vegetation, also gut bestandener Vegetation des Waldes und dann einer abgemähten Wiese, sehen wir 10 Grad, deutlich 10 Grad Unterschied und zum Asphalt dann nochmal 10 Grad mehr, also 20 Grad Unterschied. Ne? Also das illustriert wieder diesen Unterschied, wie wird Sonnenenergie umgesetzt mit Vegetation oder ohne Vegetation. So, das ist ja interessant zu wissen, aber was sind die Konsequenzen denn davon? Was sind denn die Folgen? Und wenn wir da mal schauen und so ein bisschen unter den Blickwinkel, was könnte den Klimawandel mildern, dann sehen wir zum einen natürlich diese niedrigeren Temperaturen der bodennahen Schichten, also der untersten paar hundert Metern bis vielleicht auch einen Kilometer, die sinken durch eben diese Kühlungseigenschaft der Vegetation.
Dieser Wasserdampf steigt dann auf in höhere atmosphärische Schichten und bildet Wolken. Wolken verhindern, dass Sonnenstrahlen eindringen können oder zumindest ein Teil von denen, was wieder eine positive Wirkung hat auf das Klima. Ein Teil, also wenn dieser Wasserdampf kondensiert, also wieder vom Wasserdampf in Richtung flüssigem Wasser gehen, Wassertröpfchen und damit diese Wolken bildet, dann wird die gleiche Menge an Energie wieder freigesetzt, die unten aufgenommen worden ist. Ein Teil dieser Energie diffundiert zurück ins Weltall. Und auch das wieder ein positiver Effekt in Sachen Climate Mitigation, also die Minderung des Klimawandels. Dann führen diese Wolken dazu, dass ein guter Teil der einfallenden Sonnenstrahlung reflektiert wird, weil so wie Schnee sind diese weißen Wolken, die eher ein bisschen in der unteren Atmosphäre gebildet werden, einfach super Reflektoren, was wiederum positiv ist für die Minderung des Klimawandels. Und dann natürlich, Wolken können Niederschlag bringen, was natürlich für uns auch positiv ist, beziehungsweise für die Vegetation, gerade so in diesen Zeiten des Klimawandels. Wenn wir dann auf der anderen Seite mal schauen, was passiert dort, dann haben wir in den bodennahen Bereichen natürlich eine deutlich erhöhte Temperatur, was nicht positiv ist. Wir haben weniger Wolkenbildung, weil ohne Wasserdampf können sich auch keine Wolken bilden. Wir haben potenziell eine Ausbildung eines Hochdruckgebiets, weil also diese Luft steigt auf und bildet dann ein größeres Gebiet mit hohem Druck, wo, wenn von der Seite von Westen ja meistens bei uns dann das Tiefdruckgebiet kommt mit dem schlechten Wetter, mit dem feuchten Wetter, dann kann dieses Tiefdruckgebiet aber nicht über das Hochdruckgebiet, es kann nicht unter dem Hochdruckgebiet, sondern es muss sich vor und dann an den Seiten des Hochdruckgebiets vorbeiquetschen, was wiederum heißt, dass der Niederschlag, der vorher auf deutlich größere Fläche fallen würde, hier viel konzentrierter fällt, was ein Indiz eben auch dafür ist, dass wir zunehmend diese starken Niederschläge haben. Aber eben in diesem Bereich, ne, wo diese Hochdruckgebiete dann sich bilden, haben wir keinen Niederschlag. Und eben, wenn ich keinen Wasserdampf habe, der Wolken bildet, also der in diesem Sinne keine Wolken bildet, dann kann ich auch keinen Niederschlag haben. Sollten wir uns auch nicht wundern, wenn eben über diesen großen Gebieten dann entsprechend weniger auch der Regen fällt. So, vielleicht auch noch ein bisschen reine Theorie, aber wenn wir uns mal auf ein Satellitenbild anschauen, wie sieht denn das aus im Sommer auf größeren Flächen? Also links, rechts oben ist Frankfurt, der Flughafen, den man da gut sehen kann, Bad Kreuznach, Alzey, Darmstadt, so ein bisschen als der Rahmen. Also das sind schon einige Quadratkilometer, die hier zusammenkommen. Und wir sehen letztendlich, grün ist da, wo Vegetation ist und rot ist da, wo keine Vegetation ist. Und dazwischen gibt es die Übergänge. Aber überall da, wo dieses gelbliche, orangefarbene ist, fängt es an, dass Vegetation nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, dieses Bild, was passiert mit der einfallenden Sonneneinstrahlung auf dem Boden? Gibt es Vegetation, die die Landschaft kühlt, Wasserdampf in die Luft bringt und Wolken bilden kann? Oder habe ich viele unbewachsene Flächen, wo sich die Luft erhitzt, Hochdruckgebiete entstehen können und letztendlich also weder Klimakühlung stattfindet, noch einfach die potenzielle Wolkenbildung und damit Niederschlag. Ja. Und egal, wo ich jetzt in Deutschland hingucke oder auch in Europa, ich habe das für Berlin gemacht, ich habe das für den Wiener Raum gemacht, ich habe das für verschiedene Gebiete gehabt. Na, das haben wir hier überall im Sommer während zweieinhalb, drei Monaten. So, auch dazu nochmal ein Bild, ein älteres Bild aus Australien. Hier die beiden Bereiche werden von Rabbit Fence, von einem Zaun getrennt, der die natürliche Vegetation auf der linken Seite schützt vor den Kaninchen, die ist ja bekannt in Australien, Kaninchenplage, während rechts auf der rechten Seite Landwirtschaft betrieben wird. Und man sieht, wo sind die Wolken? Dort, wo die natürliche Vegetation ist. Die wissenschaftliche Publikation dazu heißt Clouds Prefer Native Vegetation, also die Wolken bevorzugen die ursprüngliche Vegetation. So ganz ist es eigentlich nicht. Eigentlich müsste es andersrum sein. Da, wo die natürliche Vegetation ist, entstehen Wolken. Ja? Und da, wo sie nicht ist, da, wo eben der offenliegende Boden ist, also ziemlich eindeutig hier, ne? So, dann kommt noch ein bisschen was dazu. Also wir haben ja gehört, also ein Teil des Niederschlags kommt ja vom Ozean und dann wird der überm Land immer wieder recycelt. Um das mal bildhaft zu machen,
Also hier sehen wir die Luft, die vom Ozean reinkommt und Feuchtigkeit bringt, kondensiert und dann als Niederschlag der Vegetation, der Landoberfläche zur Verfügung stellt. Die Vegetation wieder verdunstet, Feuchtigkeit steigt in die Atmosphäre, bildet Wolken und wieder haben wir den Niederschlag, der wiederum die Vegetation versorgt und das Ganze wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Es wiederholt sich so oft, dass sogenannte fliegende Flüsse entstehen. Bekannt vor allen Dingen der fliegende Fluss über dem Amazonas, der tatsächlich mehr Wasser in der Luft transportiert als dieser riesige Fluss unten drunter in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Meer transportiert. Ja. Also riesige Mengen an Wasserdampf, man kann diesen Fluss nicht sehen, es ist Wasserdampf, ist ja durchsichtig, man sieht ihn nicht. Und der transportiert das Wasser also ins Landesinnere und dann biegt er an den Anden hier abprallend gen Süden und versorgt mehr oder weniger ganz Südamerika, also den östlichen Teil auf jeden Fall, mit Niederschlag, der sonst sehr trocken wäre. Und tatsächlich zeigt sich mittlerweile, Uruguay zum Beispiel hat massive Dürreprobleme. Die haben normalerweise kein Problem mit Wasser, aber Montevideo ist die erste Hauptstadt der Welt, wo die ohne Wasserversorgung ist seit ein paar Tagen. Und man führt das unter anderem zumindest eben auf die Abholzung des Regenwaldes zurück, ne? Weil da dieser fliegende Fluss einfach unterbrochen wird oder auf jeden Fall geschwächt wird. Ne? Aber auch über Europa haben wir einen solchen fliegenden Fluss, der über Westeuropa, Zentraleuropa, Russland, Sibirien bis nach Ostchina geht. Und tatsächlich ist es so, dass 80% des Niederschlags im Osten Chinas letztendlich wirklich über diesen fliegenden Fluss transportiert wird, oder auch zunehmend weniger transportiert wird, weil vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, sich die Chinesen da selbst ins eigene Fleisch schneiden oder anders gesagt den Ast, der sie mit Feuchtigkeit, ne, die Bäume, die sie mit Feuchtigkeit versorgen, auch selbst fällen, weil sie in Sibirien eben viel Holz von dort holen für die Wirtschaft in China und damit dieser fliegende Fluss halt auch gestört wird, ja. Also fliegende Flüsse, super wichtig. Wir müssen diese Wälder erhalten. Also das ist ganz, ganz klar auch hier in diesem russischen, sibirischen Teil, wie im Amazonas. Und bei uns, gut, wir haben ja eh schon viele Wälder verloren, aber wir brauchen genauso diese Vegetation, damit diese Wälder funktionieren. Was passiert, wenn wir einen Teil zum Beispiel des Waldes roden, um darauf Landwirtschaft zu betreiben, dann passiert das. Entsprechend weniger kann verdunsten und entsprechend weniger kann wiederum kondensieren und Niederschlag bringen. Also wir vergleichen mal hier die Bilder ja, 1, 2, 3 Mal, damit man das gut sehen kann. Damit ist dieser fliegende Fluss einfach gestört und entsprechend weniger Niederschlag kommt eben runter. Ne? Und wobei ich es ein bisschen vielleicht relativieren muss, also weil bei uns kommt nicht weniger Niederschlag runter, sondern er kommt erratischer runter. Ne? Er kommt halt manchmal stärker runter, was wiederum mit dem Klimawandel auch sehr stark zusammenhängt, weil höhere Temperaturen auch mehr Feuchtigkeit speichern können und damit Gewitter auch viel kräftiger zum Beispiel werden, als sie es vorher waren. Ich habe für die Recherche des Buches Aufbäumen gegen die Dürre, habe ich mit dem Dietrich Borschardt gesprochen, der beim Helmholtz-Institut UFZ arbeitet und unter anderem den Dürremonitor betreut. Das ist ein Service, wo man in Deutschland sehen kann, in verschiedenen Bodentiefen, wie trocken oder nass der Boden ist. Und wenn man sich die Bilder dort anguckt, das ist erschreckend und zwar seit Jahren zunehmend erschreckend, wie eben ausgetrocknet die Böden sind. Und ihn hatte ich gefragt, wie viel Prozent der Trockenheitsthematik oder Problematik in Ostdeutschland ist denn auf den Klimawandel zurückzuführen und wie viel auf falsche Landnutzungsmaßnahmen. Weil in meiner Wahrnehmung wird bisher eigentlich nur darüber gesprochen, dass der Klimawandel an allem schuld ist. Ne? Aber nicht, dass wir tatsächlich falsche, nicht angepasste Landnutzungsmaßnahmen haben, die uns das Wasser einfach auch wegführen. Ja, dazu gleich nochmal ein Stichwort vielleicht. Und seine Antwort war da sehr spontan drauf, 50% Klimawandel, 50% falsche Landnutzungsmaßnahmen. Ja. Denn das, was wir, also das eine ist, dass die Vegetation nicht da ist, um Feuchtigkeit in die Luft zu bringen, aber das andere ist der Aspekt, dass wir seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten letztendlich dafür sorgen, dass Wasser wegkommt vom Land. Ne. Wir haben Drainagen, wir haben Gräben. Wir haben in den Siedlungen die Kanalisation.
Also das alte Wasserparadigma heißt, Wasser ist ein Problem, muss wegtransportiert werden und wir haben ja eh genug davon. So dieser schnellere Wegtransport, also von den Feldern über die Drainagen in die Gräben, Entwässerung ist auch nochmal, also von Mooren zum Beispiel auf Feuchtgebieten ist nochmal ein anderes Thema, aber fließt da auch mit rein, führt dazu, das Wasser, was normalerweise auf dem Land weiter zirkulieren würde, Funktionen auch hat, ja, also die Vegetation mit Feuchtigkeit versorgen, den Boden nässen und dann eben in die Luft bringen und diesen ganzen Kreislauf, den ich erklärt habe, einfach füttern, ja, das stören wir damit zusätzlich. Also wir sorgen dafür, dass jedes Jahr ein gewisser Prozentanteil von Wasser, was auf dem Kontinent weiter recycelt werden würde, verschwindet. Und das heißt, wir trocknen das Land, den Kontinent immer weiter aus. Es gibt eine Untersuchung, die ist so, ich sag mal, nicht hundertprozentig etwas umstritten. Es gibt eine andere Untersuchung, die das dann 2 Jahre später etwas korrigiert hat. Aber die Zahl finde ich sehr beeindruckend. In den letzten 20 Jahren hat Deutschland so viel Wasser verloren, wie im Bodensee gespeichert ist. Ja, die zweite Untersuchung, die hat das korrigiert und sagt, es ist ein Drittel davon. Aber selbst das ist eine Menge. Ja? Also das führt letztendlich dazu, dass unser Land und unser Kontinent langsam austrocknet. Peu à peu, ne? Kaum wahrnehmbar, aber dann doch immer mehr. Und dem müssen wir natürlich das können wir ändern. Ja? Wir können aktiv dagegen steuern. Und ich sage mal, auf einer großflächigen Perspektive, also ich könnte jetzt eine Stunde oder 2 Stunden über Möglichkeiten reden, ja, über Methoden, aber das ist jetzt nicht das Ziel, deswegen stelle ich nur 2 Folien vor, wo so ein paar Möglichkeiten dargestellt werden. Was haben wir denn eigentlich an Methoden in der Hand, um anders damit umzugehen? Und das erste ist also das Thema Wasser, Drainagen. Wir könnten Drainagen zum Beispiel auch nutzen, um Wasser zurückzustauen, nicht nur um zu entwässern, ja, sondern auch zu bewässern, das Wasser zurückzuhalten. Genauso die Kulturwehre sind in Ostdeutschland sehr bekannt, in den letzten 20 Jahren halt total runtergekommen. Gerade fängt es wieder an, also Gräben letztendlich, die zur Entwässerung genutzt werden, wo aber tatsächlich so Wehre sind, die man wieder reaktivieren kann, um Wasser zurückzustauen. Biberdämme, ja, also in den USA gab es 400.000 Quadratkilometer von Bibern erschaffenen Feuchtflächen. 98% der Biber sind getötet worden. Man kann sich vorstellen, wie massiv diese Landschaftsveränderungen waren und wie massiv dieser gestörte Wasserzyklus und damit auch Energiezyklus, ja, dann auch irgendwo Auswirkungen hat auf das lokale, regionale und globale Klima. Also Biberdämme, also die Biber an sich, ja, sind super, um Wasser zurückzustauen und natürlich freut sich da kein Landwirt, keine Landwirtin drüber. Aber ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft einfach Lösungen finden. Staustufen, da gibt es verschiedenste sehr einfache Methoden, um auf kleinsten Flächen, ob jetzt hier wie im Wald oder auf Wiesenflächen, einfach 10 Quadratmeter, 20 Quadratmeter Wasser zurückzustauen, wenn es kommt, um es langsam versickern zu lassen. Thema Grundwasser, ich habe es noch gar nicht angesprochen, ist ja auch ein Riesenthema, sinkende Grundwasserspiegel. Also auch da in die Richtung müssen wir arbeiten. Seen anlegen, hier ein Beispiel aus dem Süden Portugals, Tamera, das Ökodorf, wunderbare Seen angelegt worden, die einfach Wasser speichern, in riesigen Mengen ja Wasser speichern können. Und damit so gesehen auch, wie alle Maßnahmen hier, doppelt helfen, nämlich gegen Hochwasser und gegen Dürre, ja. Auen als ein Thema eben, wir brauchen diese Überflutungsbereiche, damit Wasser wieder langsam versickern kann, anstatt dass es direkt ins Meer weggeschwemmt wird und unterwegs dann noch zu Hochwasserkatastrophen führt. Und dann jetzt aus der Landwirtschaft noch ein paar Beispiele, einfach kurz genannt. Wie gesagt, auch da könnte ich viel länger drüber reden. Direktsaatverfahren, der Boden ständig bedeckt halten und in diese Vorkultur wird dann ein kleiner Schlitz nur reingerissen und dort Samen gelegt. Das heißt, der Boden ist dauernd bedeckt, etc., etc., ist wunderbar. Untersaaten, also wenn ich jetzt rausgucke, okay, die Bauern hatten natürlich einen schwierigen Frühsommer, auch gerade beim Mais, aber trotzdem, das ist einfach das Problem, also vor allen Dingen beim Mais, aber nicht nur, dass da 6 Wochen, 8 Wochen lang 80-90% des Bodens unbedeckt ist und den müssen wir bedecken, ja, zum Schutz des Bodens, zur Ernährung des Bodenlebens, aber eben auch, was dieses Stichwort jetzt mit dem
mit der Sonnenenergie und der Umsetzung angeht. Ne? Zwischenfrüchte, die wir brauchen, um den Boden zu bedecken, zwischen den Hauptkulturen. Agroforstwirtschaft ist endlich im Kommen. Ja? Wir müssen die Bäume zurück auf den Acker holen. Es gab ja auch früher ganz viele Hecken hier. Das ist der Ansatz, ist nochmal mehr mit Bäumen zu arbeiten. In Südfrankreich schon seit 30 Jahren untersucht und bewiesen, dass das mehr Ertrag bringen kann und vor allen Dingen sehr stabilen Ertrag. Keyline-Design, Höhenlinien, parallele Bearbeitung, sodass das Wasser nicht zack auf schnellstem Wege bergab abtransportiert wird, sondern auf der Fläche viel länger gehalten werden kann. Und Waldumbau, das ist natürlich hier das große Stichwort, auch für heute. Also wir müssen die Wälder umbauen und den Wald tatsächlich genauso wie in der Landwirtschaft vom Boden her denken. Also in der Landwirtschaft versuchen wir vom Boden her zu denken. Wir brauchen fruchtbaren Boden, damit die Vegetation, ne, unsere Kulturen besser wachsen können und die Bodenfruchtbarkeit gesteigert wird. Und im Wald ist es tatsächlich genauso. Und das ist total wichtig, weil 30% der Fläche Deutschlands eben von Wald oder vor allen Dingen Forst, also das heißt Plantagen letztendlich ja belegt ist. Und da müssen wir massiv eben in eine andere Richtung gehen. Und da wird der Wilhelm ja nachher Sicherheit noch ein bisschen was dazu sagen können. Und dementsprechend möchte ich hier einfach nur schließen mit so einem schönen Satz, slow it, spread it, store it, sink it. Ja, also wir müssen das Wasser eben verlangsamen, also slow water in Anspielung auch auf slow food, es verteilen, es einfach zurückbehalten und es langsam versickern lassen oder ein bisschen so von mir, plant it, cover it, keep it. Also wir müssen alles bewachsen halten, wir müssen den Boden bedeckt halten und wir müssen dieses Wasser auf jeden Fall zurückhalten. So, das ist so ein bisschen mein Input, vielleicht ein bisschen länger als geplant, über die großen Zusammenhänge. Du, Stefan, wunderbar, hat mir großen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich hoffe, den anderen ging es genauso. Ich hole euch erstmal alle wieder dazu. Ja, ich möchte erst mal sagen, ich fand das so großartig. Ich habe ja schon einige von deinen Vorträgen gesehen. Du machst es, zeigst es so schön einfach, diesen Wetter- und Klima-Wetterausgleich, ja, dass wir brauchen das Wasser wieder in der Landschaft. So einfach, du hast es so schön gezeigt. Die Lösungen sind doch wirklich simpel. Ja, das wollte ich einmal dazu sagen. Dann wollte ich noch verweisen, weil da heute keiner von da ist. Da kann Wilhelm auch noch mal genau sagen, wie die heißen, nämlich dieses ganze Thema Auen. Da gibt es ja so ein paar Fachleute, Wilhelm. Wie heißen die noch genau hier, auch Kollege von dir? Naturschutz und Kunst in Leipzig, Nukla. Ja, genau. Die Nukla, genau. Also die da wirklich sich für Auen ganz stark engagieren. Da guckt ihr bitte auch unbedingt mal rein bei der Nukla. Der Professor Bernd Gerken ist da auch sehr aktiv und noch einige andere Leute. Ja, also wo wirklich ganz viel gemacht wird. Genau, und jetzt wäre meine Frage an euch so ein bisschen, du hast es ja schon in deinem Vortrag gehabt, also dieses Thema, was ist es, der Klimawandel oder die Landnutzung, 50-50? Bei mir ist da so ein Henne-Ei-Problem im Kopf entstanden. Wie siehst du das, Stefan? Also ich würde ja fast sagen, man kann, wo kommt es jetzt her? Weil er sagte so schön, ja, 50% Klimawandel, 50% Landnutzung. Wenn ich mir das angucke, und das würde mich mal die Meinung von euch allen interessieren, wie das die letzten Jahrhunderte gelaufen ist, könnte man ja fast sich fragen, Henne oder Ei, was war zuerst, ja? Oder wie seht ihr das? Also vielleicht, ich schmeiße mich mal kurz noch rein, weil ich glaube, die Frage ist so nicht zu beantworten, ja. Das kann man irgendwie nach meinem Gefühl oder nach meiner Meinung machen. Wie soll ich sagen, es ist, es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen, ja. Ich glaube, letztendlich spielt es gar nicht so die Rolle, sondern wir haben eine Situation und wir haben große Einflussmöglichkeiten, so würde ich das sehen. Und die sollten wir nutzen. Und es sind Win-Win-Win-Wins. Ja? Also das Klima ist das eine, aber Biodiversität und Grundwasser und sind ja auch noch andere. Also wer mehr wissen will, also in dem Buch, wir haben ja viele Quellenangaben drin, ne? Der kann da ganz viel recherchieren in die Richtung. Ja. So, ja, warum ich das erwähne, also ihr beiden gerne gleich auch noch was dazu, weil ich habe hier noch so ein Buch liegen, das kennst du, Stefan, sicherlich auch, von deiner Co-Autorin, der Ute Scheub. Ich möchte da nämlich eine Brücke schlagen, um dieses leidige Streitthema mit dem CO2 zu beenden, aus meiner Sicht, weil darum geht es nämlich aus meiner Sicht nicht, weil wir sind uns doch alle einig, dass man am meisten CO2 speichern kann. Ja, die Leute, die daran glauben, dass das ganz wichtig ist, ja, für die ist es doch wichtig, ja. Und das Beste, und das zeigt die Ute Schoppier in ihrem Buch Terra Preta so schön,
Man kann im Boden Unmengen CO2 speichern, in Wäldern, in den Böden, im Humusaufbau, in der Terra Preta, ja, genau, in das Buch von die Humusrevolution, ja. So, da ist ja der Untertitel so, ja, also wie wir das Klima retten können, auch wenn es ein bisschen übertrieben ist. Ja, so, und da braucht man sich doch gar nicht streiten, ja. Das heißt, die Lösung ist doch klar, wir müssen die Böden aufbauen und die Wälder. So, und deswegen, das würde ich einfach mal hier in unserer Runde, ich weiß nicht, ob ihr euch dem anschließen kann, dieses leidige Streitthema abhaken, weil die Lösungen, die führen nämlich genau zu demselben, was man machen muss. Man muss Boden, Wald, Landwirtschaft, so. Seht ihr das auch so? Ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Ich persönlich finde es geradezu tragisch, wie der gesamte Fokus der Politik, ja sogar der Weltpolitik, auch der UNO, auf technischen Umweltschutz hin orientiert ist. Natürlich ist eine der wesentlichen Quellen des Niedergangs unseres Globus, der Atmosphäre, technisch verursacht durch eine falsche, durch eine unzureichende Technik. Aber wir kommen aus diesem Teufelskreis mit Technik allein nicht mehr raus, sondern wir müssen genau das tun, was im Grunde genommen ein Stück der Gegenstand von Stefans Vortrag war. Wir müssen die Resilienz unserer Landschaft wieder stärken. Und das ist dann ja auch mein Thema mit dem Wald. Das heißt, wir müssen uns gewissermaßen auf die Biologie des ganzen Problems, auf die Biosphäre konzentrieren. Und gerade weil wir wissen, zum Beispiel, ich habe es gerade heute noch mal in einer Diskussion im Fernsehen gehört, wir ja nur 1,8% in Deutschland beitragen oder in China jede Woche 2 Kohlekraftwerke ans Netz gehen, neue, können wir doch absehbar sagen, wir werden mit allen Anstrengungen des technischen Umweltschutzes, so notwendig ich die finde, aber das Problem nicht lösen, nicht mehr in unserer Lebenszeit. Das heißt, wir müssen jetzt Vorsorge tragen, dass die Lebensbedingungen hier bei uns auch in Zukunft gesichert sind. Und das ist eine Frage, was können wir lokal zur Stärkung der Biosphäre beitragen? Ja, da würde ich auch noch mal eben bei dir bleiben wollen, Wilhelm, ne? Weil es ist ja in Deutschland so, wir haben ja 1/3 aller Flächen sind Waldflächen. Ja, und das fand ich so schön eben in Stefans Bild, das er am Anfang gezeigt hatte, mit der Wärmebildkamera von dieser relativ großen Fläche, wo wir unten den kleinen See hatten und oben rechts den Wald, wo man ja ganz klar und so absolut deutlich sieht, wo es am kühlsten ist, und das kennt jeder, der im Wald im Hochsommer schon mal spazieren gegangen ist, das ist einfach unglaublich viel angenehmer da drin, ja, und vielleicht, Wilhelm, wir haben ja mit dir schon den Podcast zum Dauerwald gemacht. Also da läuft ja leider auch unglaublich viel schief. Also ich glaube ja, wir haben da 1/3 der Landflächen, wo wir nicht nur was fürs Grundwasser tun könnten. Ja, also vielleicht so ein paar, magst du da 1-2 Sätze zu sagen, weil das natürlich heute sonst zu lang wird. Aber guckt euch da einfach den Podcast, den wir mit Wilhelm schon gemacht haben, an. Das ist auch wirklich für alle, die es noch nicht gesehen haben. Also ich finde es auch extrem interessant, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja. Ja, ich habe ja ganz wenige Fotos und 2 Grafiken, die zur Verfügung gestellt, die wir jetzt einblenden. Das ist das Problem, das wir haben. Wir haben zwar relativ viel Wald in Europa, einer der bewaldetsten Länder, aber unser Wald ist völlig verkehrt. Wir haben ihn so schlecht aufgebaut wie unsere Maisäcker. Wir sprechen vom Altersklassenwald. Das heißt, er ist einschichtig, meistens gleich alt, meistens gleich dick in etwa. Und so sieht er dann in einer vereinfachten Grafik aus, auf dem dann die Sonne runterbrennt. Das hat nichts anderes zu sagen, als dass die Assimilation in den obersten Kronenschichten bei Sonnenschein extrem hoch ist. Das heißt, dann transpiriert er sehr viel, aber unten drunter ist er schattig und kühl, aber eben durchwindet, weil der ganze Stammraum hohl ist. Aber ein natürlicher Wald wäre innen drin ausgefüllt mit Chlorophyll. Und dieser Wald ist natürlich zwar durch die Beschattung kühl, aber nicht durch die Transpirationsfeuchtigkeit, die Transpiration im Innern normalerweise erzeugen würde. Wenn wir aber jetzt das mal vergleichen wollten mit einem Wald, jetzt scroll bitte mal hoch zu dem Foto, so sieht etwa oder so könnte ein Wald bei uns aussehen. Das ist ein Dauerwald. Und Sie sehen schon beim ersten Blick, der hat ein ganz anderes inneres Lichtspiel gewissermaßen. Ich spreche dort von der Lichtökologie.
Und die ist dadurch gekennzeichnet, dass jeder Zentimeter am Boden wenige Minuten am Tag kurz von der Sonne beschienen wird und dann aber auch schon wieder beschattet wird. Und das führt dazu, dass der Waldboden ganz anders aussieht und dass vor allen Dingen der Wald sich von innen zu begrünen beginnt und damit der Wald innen mit Chlorophyll ausgefüllt wird. Und in dem Moment, wo er innen mit Chlorophyll ausgefüllt wird, dann gibt es auch innen eine Transpirationskühlung. Und die ist dann so groß, dass wir im Schnitt zwischen einem solchen Wald und dem Freiland zwischen 15 und 18 Grad Celsius Unterschied haben. Also dazu ganz kurz, Wilhelm, vielleicht auch an Stefan. Das würde mich ja mal interessieren. Also allein die Kühlleistung von einem Wald, der so aussieht, wie jetzt bei Wilhelm beschrieben, ein Dauerwald, das wäre ja auch, also allein in Kilowattstunden gemessen, du hattest ja dieses schöne Beispiel mit den Klimaanlagen, das wäre ja ein Vielfaches mehr als jetzt so ein hohler Altersklassenwald, ja, also. Ja, ja. Ich schaue gerade, im Buch haben wir das, ein Interview mit Ludwig Pertl, der ja auch sehr stark für diese Dauerwälder geht, und der hat das beziffert für seine Kommune. Und also für seine Gemeinde, und ich kann ja gleich nochmal, wenn ich das finde, sagen, also der hat das errechnet in seinem Projekt Future Forest, glaube ich, heißt es. Ne? Ja, sehr interessant. Wilhelm, bitte. Gut, vielleicht kannst du mal weiter scrollen. Ja, sicher. Schauen Sie, schaut mal, und so sieht dann ein Dauerwald aus der Luft aus. Warum ist das Bild interessant? Es zeigt im Grunde genommen, dass das Kronendach nicht mehr in einer Schicht ist, sondern etwa 50-60% der Bäume, die das Kronbach bilden, zwischen den höheren stehen. Das heißt wiederum windgeschützt sind. Und dann natürlich auch weniger transpirieren müssen. Das heißt, sie gehen mit den Wasservorräten des Oberbodens sparsamer um als die großen Bäume, die oben herausgucken. Und natürlich hat das auch zur Folge, dass beim Regen zum Beispiel der Regen durchfällt. Denn natürlich gibt es zwischen den Zwischenständigen, die man hier sieht, nochmal Kronenlücken, wo der Kronen durchfällt bis auf den Boden. Und natürlich sehen Sie hier, das ist ein Laubwald. Unsere Wälder sind ja zu einem großen Teil keine Laubwälder mehr. Aber Laubwälder sind natürlich um ein Vielfaches grundwasserwirksamer als Nadelwälder. Dazu kommen wir gleich. Scroll mal weiter hoch. Nehmen wir nun mal die Buche. Die Buche ist zum Beispiel durch ihre Aststruktur so gebaut, dass bei starkem Regen das Wasser wie ein Trichter zum Stamm geführt wird und läuft dann am Stamm herunter. Dieser Effekt ist selbst bei begrünten Buchen im Sommer, bei Starkregen, so stark, dass an dem Stammfuß das Laub weggeschwemmt wird. Und Sie werden niemals, oder ihr werdet niemals im Buchenwald eine Pfütze finden. Warum? Bitte noch das nächste Bild scrollen. Das ist noch ein Aspekt, der das Gleiche bedeutet für den Winter. Laubwälder sind im Winter bekanntlich laubfrei. Dann fällt also der Schnee durch bis auf den Boden und dort bleibt er im Halbschatten des im Frühjahr sich allmählich begrünenden Waldes noch ein wenig liegen. Das heißt, er taut langsamer weg und kann langsamer in den Boden versickern. Wieder weiter. Und das ist der entscheidende und springende Punkt. Laubmischwälder und Laubnadelmischwälder haben einen anderen Humuszustand. Das heißt, diese Lichtökologie, verbunden mit dem gemischten Laubblattabwurf, den sie haben, der das Edaphon, das ist ein Sammelbegriff für die gesamte Bodenlebewelt, stachelt sie gewissermaßen an, ihre Arbeit zu tun. Und dann sieht man, dieses Bild habe ich gemacht im Juni in Kalebsberg, dann sieht man, dass er aus der Ferne, das ist das obere Bild, der Waldboden grünlich aussieht. Und wenn ich vor die Füße runtergucke, an der gleichen Stelle übrigens fotografiert, also der gleiche Quadratmeter, gucke ich senkrecht runter, dann ist er bräunlich. Und was ich sehe, sind die wenigen Blätter vom Herbst des Vorjahres. Wenn ich jetzt 6-8 Wochen später gekommen wäre, wäre von diesen Blättern nichts mehr da. Diesen Humuszustand nennt man in der Forstwirtschaft Mull. Das ist der beste Zustand überhaupt. Und der ist dadurch geprägt, dass er eine lockere obere Krume hat. Das heißt, sie ist nicht nur ständig feucht, auch im trockenen Sommer, sondern sie schlürft gewissermaßen jeden Tropfen weg.
Und das Gegenteil ist natürlich beim Nadelholz. Bei Nadelholzmonokulturen haben wir einen dichten Filz, schon alleine deswegen, weil das Edaphon den Nadelfilz gar nicht aufarbeitet. Am schlimmsten übrigens ist der Kiefernfilz. Dann kommt aber schnell die Fichte und auch die Lärche. Die Nadeln sind praktisch überhaupt nicht bodeneingängig, können also gar nicht mehr remineralisiert werden durch das Edaphon. Und wenn man jetzt einen Eimer Wasser im Nadelwald, sagen wir in einem Fichtenwald, ausschüttet, dann sieht man, wie das Wasser auf im Hang, auf dem Nadelpolster bergab läuft, weil nichts infiltriert. Und wenn ich nach einem Starkregen, wie wir ihn gerade die Tage hatten, in einen Nadelwald gehe und mal nach 1 Stunde wirklich schütten, heftig geschütteten Regen, mal oben das Nadel ein bisschen wegkratze, dann sehe ich dort nach 5 Zentimetern der Boden rappeltrocken ist, weil nichts infiltriert. Und wenn wir nochmal zurückdenken an das Winterbild, das ich Ihnen gezeigt habe, dort liegt im Winter auf den Nadeln obendrauf der Schnee. Und sobald die Sonne kommt, auch im Winter schon, beginnt der Schnee auf den Nadeln an zu tauen und direkt wieder in die Luft zu verdunsten. Und jetzt die letzte Grafik. Sie sehen, ich bin kein Freund der Nadelholzmonokulturen, die ja auch bei uns von Natur aus gar nicht vorkommen. In Deutschland und Zentraleuropa kennen wir überhaupt keine natürliche Nadelholzmonokultur. Und ich habe hier mal das mit dem Gesichtspunkt der Wasserwirksamkeit für unseren Landschaftswasserhaushalt dargestellt. Links eine Fichte, rechts eine Buche. Dann sehen wir, dass alleine durch diese Effekte, die ich Ihnen jetzt gerade erklärt habe, bei der Fichte der größte Teil der Niederschläge direkt wieder in die Luft verdunstet. Bei der Buche, die ist ja überhaupt nur 4 Monate im Jahr richtig grün und verdunstet dann natürlich viel Wasser, richtig, bis zu 500 Liter eine starke Buche am Tag. Aber die anderen 8 Monate ist sie ja laubfrei. Und auch im Herbst, wenn sie noch trockenes Laub hat und so weiter, transpiriert sie ja nicht mehr. Sie hört ja schon in etwa 3 bis 4 Wochen hören unsere Buchen bereits auf zu transpirieren. Dann dreht sich der Wasserstrom im Baum bereits um. Das heißt, dann haben sie im Grunde genommen kaum noch Wasserbedarf, um zu transpirieren. Und sie fangen erst an Mitte bis Ende Mai. Das heißt, es sind ganze 4 Monate, die sie diesen hohen Wasserverbrauch haben. Und ansonsten sind sie eben kahl. Und alles, was in den kahlen Wald hineinfällt im Winter, wird direkt ins Grundwasser geführt. Füllt zunächst die sogenannten Kapillare des Oberbodens auf, die sogenannte Feldkapazität. Auch da macht sich der Laie überhaupt keine Vorstellung, welcher Effekt das ist. Ein hochintakter, hochlebendiger Boden hat 500 Liter Volumen an Wasserkapazität. 500 Liter, also fast 50% eines Kubikmeters im Volumen. Eine ungeheure Menge, wenn man das bedenkt. Und von diesen 500 Litern ist der größte Teil wiederum pflanzenverfügbar. Das heißt, nicht so festgebunden, dass die Wurzeln ihn nicht aufnehmen könnten. Und dann sehen Sie natürlich rechts den dicken Pfeil in das Grundwasser und links das Wenige, was im Fichtenwald ins Grundwasser geliefert wird. Und natürlich kommt dann hinzu, dass diese Buche ja auch diesen Kühleffekt, auch die Bodenevaporation stark zurückhält. Das heißt, ein intakter, wirklich innen mit Chlorophyll gefüllter Dauerwald hat kaum noch Bodenoberflächenverdunstung. Der hat ja schon durch die Transpiration des Chlorophylls im Bestandesinneren eine so Luftfeuchte, dass eigentlich gar keine Feuchtigkeitsgefälle mehr zur Luft besteht für den feuchten Oberboden. Das heißt, er trocknet auch im Oberboden gar nicht mehr so stark aus wie sonst. Das heißt alles, und damit möchte ich auch schon schließen an der Stelle, es ist verrückt, was wir auch im Wald verbrochen haben. Jetzt habe ich nicht gesagt, dass natürlich seit 200 Jahren unsere Wälder systematisch drainiert wurden und trockengelegt wurden. Jetzt habe ich nicht gesagt, dass wir die Wälder aufreißen bei jeder Gelegenheit. Heute für die großen Maschinen im 20 Meter Abstand. Dass wir auf den Waldrand keinerlei Acht mehr gegeben haben. Dauerwald heißt natürlich, es wird am Rand kein Holz mehr geschlagen, damit der Rand immer schön dicht bleibt. Ja? Und. Das sind 1000 kleine Tricks, die im Grunde genommen bei der Dauerwaldwirtschaft dazu führen, dass der Wald wieder das wird, was er von Natur aus ist. Eine kybernetische Selbstorganisation,
der Vegetation, die wir Bäume oder Wälder nennen. Nochmal Verweis, ne? Sowohl was die Nährstoffe angeht, das gleiche, alles was ich erzählt hätte, könnte ich jetzt auch auf die Nährstoffe wiederholen, sowohl was das Licht angeht, denn auch Licht ist natürlich im Wald eine wichtige Kraft des Lebens und erst recht natürlich, was den waldfeuchten Haushalt angeht. Und das ist schon alles, was ich ergänzend sagen möchte zu dem, was Stefan sehr richtig aus der geoklimatischen Sicht uns erklärt hat, wobei ich natürlich Stefan nochmal gratulieren will zu diesen fantastisch didaktisch aufbereiteten Grafiken, die er geboten hat. Und ich kann nur ein kleines Schlaglicht auf den Wald stellen, möchte nur noch eins anfügen, weil wir im Wald, auch was den Feuchtigkeitshaushalt, wirklich so ziemlich alles falsch gemacht haben, was falsch zu machen ist, will ich auch noch hinzufügen, was in der Diskussion um die Hochwasserschäden immer wieder unter den Tisch fällt. Und es muss an der Stelle mal gesagt werden, achten wir doch mal drauf, welche Flüsse Hochwasser führen. Und wie die Wälder darum aussehen. All die Flüsse, die in den verfichteten Gebirgen entspringen. Also Erzgebirge, Schwarzwald und viele andere. Das sind die Gebirge, die wir zu fast 100% ihrer natürlichen Waldvegetation beraubt haben. Und sie umgebaut haben in Fichten und Fichtenmonokulturen. Und dann wundern wir uns, wenn sich plötzlich die Wasserspende aus diesen Gebirgen, wenn es plötzlich regnet, sprunghaft anspringen kann. Ja, auch da kann ich nur sagen, wenn wir es anders machen wollen, hätten wir auch weniger Hochwasser. Genau, und es ist ganz leicht. Ne? Also 15 Jahre dauert das, so weit umzubauen. Das war ja schon das Ergebnis der Ausführung von Stefan. Im Grunde genommen eigentlich so naheliegend und alles so leicht, wenn man es mit dem richtigen, klaren Blick sich anschaut. Genau, und jetzt würde ich gerne switchen zu Bernhard, denn Bernhard ist ja schon in zweiter Generation jemand, der das einfach nur weiterführt, ja, natürlich mit seinen eigenen Ideen und noch ganz vielen neuen Sachen, denn im Endeffekt, da müssen wir eigentlich noch auch, wir Wilhelm und Bernhard nochmal separates Video irgendwann zu machen, hat Bernhard ja auch einen Dauerwald, aber einen essbaren, ja, den essbaren Waldgarten, ja, nochmal hier ans Buch erinnert. Und da hast du uns auch noch eine Grafik mitgebracht. Bernhard, ich blende die mal ein. Genau, ich glaube, das ist jetzt das Kraterbeet in deinem, mal dahinter sieht man diesen fantastischen Wald, ja. Ja. Genau, das ist unser Kraterbeet, so der Übergang von unserem Permakulturgarten dann in den Waldgarten rein. Bei uns ist ja das Gelände hat schon mein Vater ein Stück weit zoniert nach den Ideen der Permakultur, in Zonen eingeteilt, so die intensive Zone rund um die Häuser herum, eben mit einjährigen Gemüse, Salaten, Kräutern. Zone 1 eben, dann im Übergangsbereich von Zone 1 zu Zone 2 die Hühner, und die bei uns auch eigentlich eine wichtige Rolle spielen. Und dann in der Zone 2 drinnen dann der Waldgarten mit seinem Etagensystem, dem tropischen Regenwald nachempfunden. Eben mein Vater begeistert von Robert Hart. Und dann in Folge gibt es noch eine Fläche, das ist dann ein Agroforst, war früher eben Weidefläche mit Walnussbäumen. Wir hatten Schafe darunter, nur mit den Schafen haben wir aufgehört, weil es einfach das Problem ist mit den Auflagen. Beziehungsweise, ja, Fleisch essen ist eh nicht unbedingt in diesen Mengen das Thema. Ab und zu, wenn nicht schlecht, will nicht schlecht sein, aber in diesen Mengen, so wie es die Menschheit jetzt macht, ist es ein großes Thema natürlich. Denn wir fressen uns selbst die Haare vom Kopf eigentlich mit dem Fleischkonsum. Ja, und eben so hat er damals schon ein Stück weit unsere Fläche unterteilt. Es gibt dann noch verschiedene andere Flächen, die nicht am Haus sind. Das ist eben so alt hergebracht schon, weil wir leben da mitten in der Welser Heide. Die Welser Heide war eben, Heide sagt sie schon, in trockenen Jahren ist es sehr, sehr trocken eben in einer Heide.
und es gibt dann wenig Gras für die Tiere. Früher war ja hier auch Milchvieh, Schweine, Hühner, kleinstrukturierte Landwirtschaft. Und jeder der Bauern hatte unten am ehemaligen Flussbett, sozusagen der Traun, am eiszeitlichen Flussbett der Traun, hatte jeder Grundstücke. Und dann praktisch in der nächsten Etage hoch hatte auch jeder Bauer dann noch Grundstücke, wo der Boden dann schon besser ist. Also es wurde damals schon so aufgeteilt, dass man eben in den feuchten Jahren war es oben zu feucht, in den trockenen Jahren war es unten zu trocken, aber so hat sich es immer ausgeglichen. Eben in den trockenen Jahren hat man von oben dann das gute Gras noch gehabt, und wo es eben schon unten zu trocken war. So ist das eigentlich so ein bisschen aufgegliedert gewesen. Ja, und eben durch Grundstückszusammenlegung und so wurden alle diese alten Systeme irgendwie gestört, die eigentlich damals sehr sinnhaft waren. Ja, und mein Vater hat eben begonnen, Ende der 1980er Jahre diesen S-Bahn-Waldgarten anzulegen. Es ist sozusagen der erste geplante essbare Waldgarten in Österreich oder auch im deutschen Sprachraum oder in Mitteleuropa, keine Ahnung. So ungefähr, mir ist noch kein älterer untergekommen, obwohl ich mich auch schon lange mit dem Thema auseinandersetze. Man, natürlich mittlerweile ist es so, dass viele Leute zu uns kommen und sehen und sagen, ja, bei mir zu Hause schaut es auch so wild aus. Ich habe auch einen Waldgarten zu Hause. Also er ist ihm gezielt angelegt worden. Und manche Leute werden auch enttäuscht, weil sie nicht das sehen, was sie erwarten. Eben der Waldgarten ist kein Wald, in den man eine Lichtung reinschlägt und dann dort drinnen einen Garten anlegt. So ist eigentlich der Waldgarten am einfachsten erklärt, eben was er nicht ist. Er ist keine Lichtung im Wald, wo zum Beispiel ein Hügelbeet steht und dann auf dem Hügelbeet wuchert der Kürbis und rundherum stehen die Fichten. Also das ist kein Waldgarten, sondern wirklich dem Etagensystem des tropischen Regenwaldes nachgebaut. Und da ist natürlich sehr spannend auch eben das Lichtthema. In den Tropen hat man ja eine viel höhere Lichtintensität. Und aber wir in Europa, wir haben ja den jahreszeitlichen Blattabwurf, mit dem wir auch sehr stark arbeiten. Das kommt eben uns zugute, dass sich einfach die bodennahen Pflanzen, während die Obstbäume oder die Bäume in der hohen Kronenschicht oben noch nicht belaubt sind, holen sich die bodennahen Schichten die Sonnenenergie und werden eigentlich dann so im Laufe des Jahres komplett ausgeschattet, wie zum Beispiel die Maibeere, die Lonicera kamtschatica, kommt ursprünglich von den Kurileninseln und die hat an und für sich dort eine sehr kurze Vegetationszeit. Deswegen trägt sie bei uns schon Ende Mai, Anfang Juni, und jetzt so im Juli ist für sie eigentlich das Jahr gelaufen. Und genau mit dieser zeitlichen Staffelung arbeiten wir im Waldgarten. So geht es einfach mit verschiedensten Pflanzen dahin. Und so kann man und das, was wir vorhin so schön gesehen haben bei Wilhelm halt auch schon, diese Schichtung, ja, das ist ja eigentlich genau das. Wir haben einen vollen Wald und damit halt auch wieder eine Kühlung von unten bis oben, weil in jeder einzelnen Schicht eines Waldgartens im Endeffekt ja Pflanzen vorhanden sind, die dann auch noch einen Ertrag liefern, ja. Und auch wieder ein riesiges, also man könnte sagen, eine riesige Klimaanlage. Und was ich noch so spannend fand, also gerade diese Dürrejahre 18, 19, die ja wirklich dadurch, dass jetzt zwei aufeinander direkt waren, die ich auch als sehr extrem empfunden habe, die waren ja bei dir eigentlich nur dadurch auszeichnend, dass ihr natürlich, klar, habt ihr auch gegossen, aber dass ihr einen riesigen Fruchtertrag hattet und die Bauern drumherum eigentlich nichts. Das kannst du ja nochmal ein bisschen erläutern. Also da sieht man ja schon, was dabei rauskommt, auch als Ertrag in der Landwirtschaft, wenn man solche Systeme anwendet, ja. Im Waldgarten an und für sich haben wir nichts gegossen. Eigentlich grundsätzlich nicht, außer ich sehe, dass irgendwo wirklich ein Strauch oder ein Baum sehr am Leiden ist. Aber da entschließe ich mich dann auch oft eher zu dem Schritt,
dass ich wirklich einen sehr radikalen Sommerschnitt mache und einfach stark Laub entferne. Und wir schauen natürlich auch, dass es ein ausdauernder Waldgarten ist, denn gerade auch im englischsprachigen Raum, wo man sich mit Waldgärten sehr intensiv auseinandersetzt, wird oft vom Klimaxzustand eines Waldgartens gesprochen. Und aber ein Klimaxzustand ist für mich so wie ein Stück weit Entropie sozusagen. Und ich will aber fern des Klimax sein, so wie man eigentlich fern der Entropie sein will. Also ich schaue, dass ich natürlich mit Rückschnitt immer diesen Waldgarten einfach jung halte, dass er immer frisch und agil bleibt. So schneiden wir ihn sehr stark zurück und es kommen auch immer wieder junge Bäume rein, alte Bäume raus. Und natürlich sind auch Bäume drinnen, die lange Zeit stehen werden, aber wie zum Beispiel Edelkastanien oder Walnuss oder auch die Gleditsche, nur die asten wir hoch wie in einem Agroforstsystem, dass wir sie einfach dementsprechend hoch asten bis zu 2/3 oder auch 3/4 der Endhöhe, dass sie hochgeastet werden und eben so wie in einem Agroforst ähnlich dann eben die Wertholzanlage sind. Und Marone natürlich ist Fallobst, weil sie ja von alleine runterkommt. Ich brauche ja die nicht pflücken gehen, sondern die fallen ja dann im Herbst von alleine runter, die Marone und die Nüsse. Darum kann ich die alle hochasten und schaffe so noch viel Lichtraum, der nach unten rein kann. Ja. Also ich finde das sehr schön, was Herr Gruber gerade gesagt hat, dass ihm der Begriff Klimax nicht genehm ist dafür. Und dann hat er erklärt, er muss im Grunde genommen seinen Waldgarten jung halten. Also im Grunde genommen in einer hochleistungsproduktiven Zone der Wuchsdynamik. Genau das ist auch der Dauerwald. Das heißt also, wir sollten Klimax immer auch als das sehen, was es ist. Es ist ein thermodynamischer Endzustand. Genau. Wo im Grunde genommen die Assimilation in gleicher Größe wieder veratmet wird. Das heißt also im Grunde genommen ein eher unproduktiver Zustand. Und insofern ist das weder im Wald noch im Waldgarten der Zielzustand, verständlicherweise. Sondern wir halten natürlich im Dauerwald wie dann im Waldgarten im Grunde genommen den Wald auf einer bestimmten Stufe seiner natürlichen Wuchsdynamik an, um möglichst kontinuierlich Holz zu erzeugen und auf die Art und Weise genau das zu tun, wofür wir ja auch Waldbau betreiben. Ja? Das finde ich also sehr, sehr schön. Eine große Parallele zum Dauerwald, Herr Gruber. Und ich wollte nur anfügen, das Schönste, was ich am Waldgarten bisher in meinem Leben gesehen habe, war auf Java. Auf Java gibt es zauberhafte 2500 Jahre alte Waldgärten, die völlig ohne nachlassende Nährstoffzufuhr fantastische Erträge liefern, ununterbrochen. 2500 Jahre alt, die ältesten. Es ist so etwas von beeindruckend, wenn man das nicht gesehen hat, man hält es nicht für möglich. Und das mit bis zu, aber das liegt natürlich Klima, ist, wir sind ja in den Tropen, 3 Ernten im Jahr. Ja, mit 3 Ernten im Jahr. Also es ist unglaublich. Und mit Hektarerträgen, die sind nicht glaubwürdig. Wenn man die umrechnet in erzeugten Kilokalorien Nahrungsmitteln, kommen sie auf Größenordnung, da sagen sie, das ist nicht denkbar. Das ist auf einem Hektar oder auf einem Quadratmeter überhaupt nicht möglich. Das Gleiche habe ich vor kurzem erlebt mit einem Wald, mit einem kleinen Wald, den ich aus Bayern, aus der Nähe von Weil am Lech vorgestellt habe. Ein 1,5 Hektar großer Wald eines Waldbesitzers. Er ist ein Deutsch-, Religions- und Philosophielehrer, der sich diesen Wald einfach völlig ohne Kenntnis vom Waldbau angelegt hat vor 30 Jahren. Und er erzeugt 35 Kubikmeter Holz je Hektar. Wenn ich das vergleiche mit den Durchschnittsmassen, die in unseren Forsten zuwachsen, das liegt irgendwo bei 7 bis 9 Festmetern pro Jahr. Also er hat, man stellt sich das vor, das 6-fache an Zuwachs und nutzbarer Stärke. Nach jetzt 35 Jahren. Das heißt, er schlägt Stammholz nach 35 Jahren. Warum? Auch er hat im Grunde genommen einen Dauerwald aufgebaut, ohne zu wissen, wie es ging und was es war, aus bis zu 25 verschiedenen Baumarten. Das heißt, die Mischung und die Ungleichaltrigkeit und die Struktur, die morphologische Struktur des Waldes, den er aufgebaut hat, sind
ideal und wachstumsförderlich. Und dann kommt das Ergebnis bei heraus. Ja, es sind im Grunde genommen Wachstumsgesetze, die sich in der Landwirtschaft bestätigen, im Waldbau, eigentlich überall, wo wir mal näher hinschauen. Ja, das finde ich halt auch das Spannende, dass man am Ende sieht, es ist noch viel mehr möglich, als man überhaupt gedacht hat und wie schnell vor allen Dingen sich diese Systeme auch erholen, wenn man sie in eine richtige, ja, in eine richtige Form bringt. Ja, und da können wir als Menschen ja wirklich sehr positiv wirken. Stefan hat ja am Ende auch schon ein paar Beispiele genannt. Es geht ja sowohl in der Landwirtschaft, das heißt, wir müssen jetzt gar nicht aufhören, Ackerbau zu betreiben, in Anführungszeichen, wir müssen es nur anders machen. Wir müssen auch nicht aufhören, Holz zu produzieren. Im Gegenteil, wenn wir es richtig machen, haben wir einen riesigen Zugewinn. Ja, und auch wenn wir Obst produzieren wollen, ja, was ja bei Bernhard ein ganz großes Thema ist im Waldgarten, dann können wir das auf eine Art und Weise tun, die halt wirklich, also es muss jetzt natürlich nicht in so einem intensiven System sein wie bei Bernhard, sondern es kann auch im Agroforst sein, aber es ist so viel und so schnell auch möglich. Ich möchte dazu jetzt auch nochmal tatsächlich am Ende ein kleines Bild von mir einblenden, damit man sieht eigentlich, wie schnell, so, ich hoffe, ich kriege es jetzt hin, jawohl, da ist es, wie schnell sich sowas eigentlich auch aufbauen lässt. Das haben wir jetzt mal, das ist ein Bild jetzt von unserem, wir haben 2017 angefangen, unser Permakulturgelände umzugestalten als Permakulturgelände. Es war vorher einfach nur eine Magerwiese. Und letztes Jahr, also ihr seht hier im Frühjahr letzten Jahres, also im späten Frühjahr unseres letzten Jahres, unsere ganzen Beete, hier vorne den Kompostplatz. Und das ist ungefähr ja, ein bisschen mehr als 1000 Quadratmeter Gemüseanbaufläche, ja, wo wir auch Beerenobst haben, aber hauptsächlich Gemüse. Und diese 1000 Quadratmeter, da haben wir bis auf den Mais letztes Jahr nichts verloren. Ja, der Mais haben wir Saatgut geworden, aber das war es dann auch. Haben wir fast alles ernten können und wir haben insgesamt fürs Gemüse gerade mal 4000 Liter Wasser aufgewendet. Ja, also wenn das ein Gemüsebauer hört, der intensiv Gemüse anbaut, der glaubt es nicht. Ja, und was haben wir gemacht? Genau das, was ihr drei schon beschrieben habt. Wir mulchen. Und da, wo nicht gemulcht ist, wird immer eine Grünmischung, irgendwas, immer ein Bewuchs drauf, ja. Wir haben rundherum natürlich auch Bepflanzung, um Wind und Wetter möglichst so zu halten, dass wenig Wasser, wenig Feuchtigkeit wegtragen wird und so weiter und so fort. Und das innerhalb von dieser kurzen Zeit von 2017 bis jetzt, dieses Jahr, ich habe noch keine aktuellen Fotos, das ist gar nicht, also dieses Jahr, das ist, ich hatte jetzt gerade Gäste drin, die reden alle immer von Paradies. Ja, ja, und das ist so schnell möglich, ist natürlich jetzt auch sehr klein strukturiert, aber auch in der Landwirtschaft, das wiederherzustellen. Ich erinnere mich da immer an meinen ehemaligen Kunstlehrer, an den Kunstunterricht im Leistungskurs, der uns dann ich glaube, das ist ja die Romantik, 17. Jahrhundert und so weiter, Bilder gezeigt hat, was wir für fantastische Landschaften damals hatten, was jetzt natürlich nicht heißt, dass wir jetzt wieder alle Flüsse unendlich meandern lassen müssen und so weiter, aber dass wir uns mal überlegen, wo können wir Natur wieder zulassen, und damit sogar Produktivität steigern. Ja, oder halt auch sagen, wir steigern sehr konzentriert irgendwo Produktivität. Ja, das ist zum Beispiel in dem Buch von dem Herwig Pommeresche so schön drin. Da hat er ein Beispiel auch, wo jemand seine Fläche ganz drastisch verringert und die anderen Flächen dann nutzt, um mit Wurmkompost diese Fläche so produktiv zu machen, dass er am Ende sogar mehr Ertrag hat. Also da geht viel, wir können auch wieder Flächen freischaufeln, wenn wir es richtig machen. Das war jetzt so mein kleiner Beitrag, weil ich mal sagen wollte, es geht schnell, es geht einfach, es ist nicht kompliziert. Meine Frau hat letztens den Begriff geprägt, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe es von ihr, es war so eine Überlegung. Früher die Landwirtschaft war arbeitsintensiv. Ja, die heutige Landwirtschaft ist energieintensiv und die Permakultur oder beziehungsweise die aufbauende Landwirtschaft, die ist wissensintensiv. Man muss vieles wissen, aber ich kann euch nur sagen, es macht einen unglaublichen Spaß, dieses Wissen sich anzueignen, weil man ja gerade, wenn man ein eigenes Projekt hat, man wächst daran und es ist ja immer direkt im nächsten Jahr ein Erfolg zu sehen, wenn man wieder Wissen erlangt hat, das da hilft. Genau, das war so noch meins, also ich hoffe, ja, das ist an dem Bild so ein bisschen klar geworden,
wie schnell man das machen kann. Ich gucke noch mal schnell nach einer Luftaufnahme. Die habe ich leider vergessen rauszusuchen. Daniel, ich möchte vielleicht noch ein Argument in die Runde werfen. Das verbindet, glaube ich, alles oder alle drei, die hier gesprochen haben. Wir kämpfen im Grunde genommen gegen eine Chimäre, wenn wir über die Änderung unserer Nutzungsqualitäten diskutieren. Das ist die Chimäre der klassischen Vorgehensweise, die behauptet, wir hätten bei einem anderen Vorgehen nicht genug Holz oder wir könnten die Weltbevölkerung nicht mehr ernähren und dergleichen mehr. Das ist eine echte Chimäre. Sie ist herbeigelogen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir hätten mehr Holz, wir hätten besseres Holz und wir hätten weniger Waldkrisen. Wir hätten mehr zu essen, wir hätten vielfältigere und gesündere Nahrung und wir hätten weniger Kulturkrisen in der Landwirtschaft. Es muss doch geradezu jedem auffallen. Ich werde dieses Jahr 76 Jahre alt und komme vom Land, aus dem mittleren Sauerland. Jedes Kind, das so alt ist wie ich gewesen bin, in 50er, 60er Jahren, weiß, dass es eigentlich gar keine Landwirtschaftskrisen gab. Wenigstens bei mir in meiner Heimat im Sauerland nicht. Wenn mal ein trockener Sommer war, das haben die Landwirte weggesteckt. Heute sind sie gleich vorm Konkurs, wenn es mal 3 Wochen oder 4 Wochen nicht regnet. Oder wenn es regnet, mal 4, 5 Tage hintereinander, ist die Ernte gleich wieder verdorben. Es ist doch verrückt. Wir haben uns so abhängig gemacht von den Zufällen unseres Wetters. Und das Gleiche gilt ja auch im Wald. Wenn man einen Wind ein bisschen bläst, müssen wir Angst haben, ob der Wald nicht am anderen Morgen flach liegt. Es ist doch verrückt. Von Natur aus wäre es ganz anders. Und es war auch früher anders. Wenn wir uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen und dann gegen diese Chimäre ankämpfen, zu behaupten, es gäbe nicht genug Holz, wenn wir anders wirtschaften, oder es gäbe nicht genügend zu essen, wenn wir anders in der Landwirtschaft arbeiten würden, das ist alles gelogen und ist inzwischen eine echte Zwecklüge. Zwecklüge, um Veränderung zu verhindern. Und viel Unwissen. Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt immer gelogen. Ich glaube, ja. Es ist einfach unglaublich. Also Stefan, wie siehst du das? Eher ein Wissensproblem, oder? Ja. Die keine Ahnung mehr haben vom Landbau. Und Förster sowieso jede Menge, die vom Wald keine Ahnung. Jetzt aber Stefan. Naja, es ist wie bei allem, es hat halt viele Puzzleteilchen. Ne? Und ich sag mal, auf der einen Seite würde ich Willem zustimmen. Also ich finde den Titel vom Buch von Felix Prinz zu Löwenstein, Food Crash, wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr, finde ich in dem Sinne aussagekräftig, weil wir haben einfach für uns nur eine Chance, ne, wenn wir anders wirtschaften, also Landwirtschaften, Forstwirtschaften, Wasserwirtschaften und Wirtschaften, mit so vielen Benefits, ja, dass wenn wir eben nur auf den Ertrag gucken, das bricht uns halt das Genick. Ne? Und da verstehe ich auch diese Verharrungskraft, die da ist, nicht. Beziehungsweise, ja gut, man kann sie nachvollziehen, da wollen Menschen ihre Pfründe sichern und sind halt nicht sehr beweglich. Aber letzten Endes ist es schon so, jetzt auf Landwirtschaft gesprochen, es hat halt viele Players dabei. Ne? Ich meine, da sind die Praktikerinnen, die mit einem gewissen Wissen, ausgestattet worden sind, was natürlich völlig veraltet ist und was teilweise heute noch immer noch unterrichtet wird. Ja? Also wer spricht in den Schulen schon, also auch in landwirtschaftlichen Schulen über Bodenleben und diese faszinierenden symbiotischen Beziehungen von Pilzen, Bakterien und Pflanzen. Also was ich immer höre, ist es immer noch nicht angekommen. Ne? Und dann haben wir natürlich den Handel, der Druck macht, und dann haben wir die Konsumenten, die auch nicht bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben. Wir haben die Politik und die EU-Politik mit der GAP, die völlig schwachsinnig ist für das, was es jetzt braucht, für die Veränderung. Wir haben die Verbände, ne, mit ihrem Beharrungsvermögen. Und so ist es einfach ein Potpourri von vielen verschiedenen Faktoren, die einfach dazu führen, dass sich nichts verändert. Ja. Und wenn sich was verändert, dann ist es von unten, ne, diesem Bottom-up-Approach, weil und selbst das ist schwierig, ne, für viele, weil es natürlich ein Risiko auch ist, anders zu wirtschaften, weil es dieses Wissen braucht. Es ist, also da bin ich total d'accord mit dir, es ist einfach wissensbasiert, was auch wieder natürlich schwierig ist, in eine große Umsetzung damit zu kommen. So spielen da verschiedene Faktoren eine Rolle. Und ja, ich könnte mir auch an den Haaren ziehen und sagen, mal jeder muss doch verstehen. Also in den Publikationen, die es jetzt gibt, ne, von Bernhard, von Wilhelm, von mir, von anderen, ist doch so eindeutig. Und wir können nur dabei gewinnen.
Ja, und was ich immer noch feststelle, Leute, ihr müsst ins Machen kommen. Man kann noch so viele Kurse machen und Bücher lesen. So. Und irgendwann muss man sich entscheiden, dass man sagt, jetzt fange ich an. Und dann sieht das halt so aus. Ne? Und zack, 2017, das ist sogar noch ein altes Foto, hat man dann Waldgarten, rechts, links Gemüse. Und ich sage euch, ich kann das nicht alles ernten. Ich habe das Problem, dass meine aktiven Vereinsmitglieder nicht aktiv genug sind. Ich könnte noch Leute mitversorgen. Und das sind nur 1000 Quadratmeter Gemüse, also insgesamt 3000 Quadratmeter. Und wenn ich gucke jetzt hier beim Bernhard die Geschichte, wo das ja so, Bernhard, hast du das, kannst du alles ernten? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Na, wir kommen mit dem Ernten nicht nach. Ich werde immer gefragt von Universitäten, kommen Studenten und sind immer die Anfragen und auch von Hochschulen, wo auch immer sind die Anfragen, welchen Hektarertrag wir haben. Ich sage, unser Hektarertrag ist unbegrenzt. Das Einzige, was uns begrenzt, ist unsere Vorstellungskraft in diesem Fall. Und Arbeitskraft. Und Arbeitskraft einfach, ja, die Arbeitskraft beschränkt uns. Ich habe ja teilweise bis zu 4 Praktikanten am Laufen, die eigentlich fast ja nur am Ernten sind die ganze Zeit. Wir schauen auch, dass wir teilweise Blattmehle machen, dass wir Brennnesselmehl machen. Wir ernten Samen von der Brennnessel, wir ernten Sämereien vom Baumspinat. Also wir nutzen nur einen Bruchteil des Ganzen, des großen Ganzen und kommen da gar nicht nach. Auch jetzt, was gerade jetzt, Maulbeeren fallen runter und wir kommen nicht mit der Ernte nach. Also es ist nicht nur Maulbeeren, es sind die Kirschpflaumen, alles Mögliche. Also könnte essen, man könnte stundenlang. Letzte Woche, glaube ich, habe ich 1 Kilogramm Maulbeeren gegessen, so auf den Sitz, einfach weil es so wunderschön reif war und so wunderbar gut war. Was also, kosten die auf dem Markt? Keine Frage, gibt's nicht. Die sind nicht marktfähig, Maulbeeren. Die kriegt man nicht auf dem Markt. Musst du gleich essen. Ja, oder noch ein positives Beispiel hier, unsere Sonnenfalle, da liegt so ein bisschen Gemüse aus dem Herbst dann drauf. Aber aus dieser Sonnenfalle, da haben wir letztes Jahr, die ist nicht groß, haben wir 70 Kilo ungefähr Tomaten geerntet. So. Also im Freiland, ja. Und kann euch nur da draußen sagen, ob ihr Landwirt seid oder Privatmensch, legt einfach los, macht was. Ihr werdet natürlich Fehler machen, keine Frage, aber ihr werdet an diesen Fehlern wachsen und lernen, wenn ihr denn wollt. Ja, und nicht ärgern, sondern wie die hier, deine Linzer Kollegin, Bernhard, die nach Sonja, wie sagt sie immer, sie hat gesagt, eine Freundin von ihr hat gesagt, und nächstes Jahr mache ich wieder was anders. Na, ich würde sagen, ärgern nur wundern, das wäre das Beste. Ja, genau. Also da kann ich auch nur sagen, wer sagt, das geht in der Stadt nicht, den Permakultur-Podcast mit der Sonja bei uns auf dem Kanal gucken. Auch in der Stadt mit ein bisschen Garten, der Wahnsinn. Auch Dachbegrünung und so. Stefan ist die ganze Zeit im Grinsen. Bin ich zu positiv? Nee. Ich finde das faszinierend, wie regenerativ, also wie kraftvoll, wie kräftig diese Regenerationskraft der Natur ist. Also ich bin ja eher, ich sag mal, auf Äckern unterwegs. So, ne? Meine Dimension ist ja, ich sag mal, so die Permakultur auf dem Kleinen. Das habe ich ja so ein bisschen beiseite und bin eher auf großen Flächen unterwegs. Aber ich finde das einfach faszinierend, ob es im Kleinen ist. Also ich habe ja auch einen Waldgarten, jetzt nicht so groß wie jetzt Bernhard, wo ich praktisch umsetze. Wir haben es bei uns mit Agroforst und. Das ist einfach faszinierend, die Natur dabei zu begleiten, zu unterstützen, ja, und eben mit ihr zu arbeiten und nicht gegen sie, so ein typischer Permakultur-Slogan. Und ja, das ist möglich im Kleinen, auf jeden Fall in der Stadt, auf dem Dach, im Vorgarten, in der Vorstadt. Und es ist möglich, natürlich, ich sag mal, die Landwirtinnen dabei zu unterstützen, das im größeren Bereich auch auf 100 Hektar zu machen. Ne? Denn all das, was ihr ja auch gesagt habt, jetzt Bernhard mit Waldgartensystem oder Wilhelm mit dem Waldsystem, also Stichwort Agroforstwirtschaft, da fließt das ja alles zusammen. Und man kann ja wirklich Agroforstsysteme auf den Äckern bilden, die mehrreich sind,
Da gibt es ja die ersten Projekte auch in Deutschland, wo einfach die äußeren Reihe sind die Fruchtsträucher, also ich sag mal so Johannisbeeren. Dann gibt es eine Reihe, wo eher so die höheren mit Schlehen oder Holunder, und dann gibt es dann in der Mitte noch die großen Baumreihen. Ob das jetzt eine Esskastanie, eine Walnuss ist oder ob es Wertholz ist, ich sag mal, spielt da jetzt erstmal primär keine Rolle, ne? Und dadurch entstehen ja unglaublich resiliente und produktive Systeme, die sich die gegenseitig so viel Benefit sich bringen. Ja, go for it. Was glaubt ihr, wo die schönen Nussholzmöbel des Biedermeiers gewachsen sind? Als Feldreine und als Feldgehölze. Dort hat man die, wir hatten keine Nussbäume im Wald. Das heißt, es ist sehr schön, Wilhelm, dass du das sagst. Da muss ich ganz kurz was zu einschmeißen, weil ich sonst vergesse. Da wollte ich noch sagen, da gibt es hier die Obstbaumschnittschule.de. Ja, mit dem Michael Gräum, den kennt der Stefan bestimmt. Der macht da auch ganz tolle Vorträge, die auch immer mal wieder kostenlos dort stattfinden, aber natürlich auch teilweise auch dann, ja, wir brauchen Baumpfleger, ist so mein Ding. Und wo er zeigt halt auch in einem Vortrag zu Alleen und das eine heißt Baum- und Heckenlandschaften in Europa, wo er zeigt auch, wie das jetzt auch in Europa noch intakte Landschaften gibt, wo man sieht einfach, also allein was da überhaupt alles möglich ist, so. Ja. Was wir alles im Moment nicht machen, was unglaublich dumm ist. Ja, also wollte ich auch nochmal drauf verweisen. So, und das andere ist mir jetzt wieder entfallen. Ich komme gleich wieder drauf. Ja, genau. Ja, also es geht einfach so viel. Ja. Also im Grunde genommen alle Beispiele, die wir jetzt angesprochen haben, zeigen, dass es gar nicht so schwer wäre, aus unserer Landschaft wieder ein Paradies zu machen. Ein naturreiches Kulturparadies. Das wäre gar nicht die ganz große Herausforderung. Wir hätten das Wissen, wir könnten das, und wir könnten das auch relativ schnell, also viel schneller, als die Politik meint, wir könnten es beeinflussen. Und mit viel weniger Geld, als es geschieht. Wir haben ja heute einen denkwürdigen Tag, auf den sollten wir doch noch Bezug nehmen. Unbedingt. Im Europaparlament wurde ein Renaturierungsgesetz verabschiedet. Mit knapper Mehrheit gegen konservative Stimmen. Das war für mich ich bezeichne mich auch als konservativen Menschen, ich war entsetzt, als ich feststellen musste, dass sich die EVP geschlossen gegen dieses Gesetz und sogar mit wenig kooperativen Methoden versucht hat, die Verabschiedung zu verhindern sogar. Aber man hat sich nicht abbringen lassen. Es ist mit knapper Mehrheit jetzt beschlossen. Und jetzt kriegen wir in Europa ein Renaturierungsgesetz, dass in der ersten Stufe 20% aller aquatischen und terrestrischen Biotope wieder renaturieren will. Und das ist erst der erste Schritt. Geplant ist 50%. Das heißt, es ist ein Riesenschritt. Das heißt, wir müssen jetzt ran. Und ich denke mal, das wird unsere Bestrebungen stark begünstigen. Denn es müssen natürlich die klassischen Agrarier, die klassischen Kahlschläger, die klassischen Fichtenmonokulturbauer, die haben jetzt die Pistole auf der Brust, sie werden sich jetzt ändern müssen, ob sie wollen oder nicht. Es geht so wie bisher nicht weiter. Dazu wollte ich noch eine Sache sagen. Ich bin ja mal ein Freund von Freiwilligkeit. Für alle euch da draußen, das heißt jetzt aus meiner Sicht, da bin ich immer so, wenn ich das höre, da wurde jetzt was beschlossen. Naja, das heißt geht nicht in die Förderrichtlinie. Ne? Ja, pass auf, aber das heißt natürlich nicht, dass ihr da draußen jetzt nicht irgendwie was machen könnt, weil es gibt immer noch viel zu wenige Leute, die sich für sowas begeistern, die Landwirtschaft mitmachen, ja, solidarische Landwirtschaft, die Baumpflegeausbildung machen, also wieder, wir brauchen viel mehr Baumpfleger, Landschaftspfleger, die wissen, was sie tun, die nicht die Alleen kaputt schneiden und damit hoch. Forstwirte, ja, die auch wirklich eine Forstwirtschaft im Herzen tragen. Die fachmännisch im Wald arbeiten können, ja. Ja, und ich kann euch nur sagen, begeistert euch dafür, weil es wird euch auf jeden Fall taugen. Arbeit ist natürlich, also körperliche Arbeit ist anstrengend, aber sie ist auch ertüchtigend. Ja, es macht auch unglaublichen Spaß. Und man sieht immer, was man tut. Also es gibt keinen Beruf, wo ihr mehr Feedback kriegt jeden Tag, ob es passt oder nicht. Und ihr habt ja auch immer am Ende direkten Kontakt mit dem Kunden, weil immer am Ende ein Produkt da ist, wo ihr übergebt, ja, und wo ihr wirklich was schafft für Generationen. Und ich glaube, wir müssen
Na, wir, ich mag das Wort wir nicht, aber jeder von euch würde, glaube ich, Spaß daran haben, sowas zu machen. Und nicht immer zu gucken, wo ist das nächste größte Gehalt, sondern zu gucken, wo habe ich Bock, was für die Zukunft zu schaffen. Weil es gibt viel zu wenig Leute, die aktiv sind, noch in Deutschland oder ja im ganzen Westen eigentlich. Nicht hier Digitalisierung immer mehr, wo Milliarden reingesteckt werden. Ja, in Hessen wurden in den letzten Jahren kaum Baumpfleger ausgebildet. Ja, also das ist einfach, wo ich sage, das gibt es doch gar nicht. So, von daher, ja, das tun, wo ihr seht, wo ihr eine Zukunft drin seht. Ja, euch auch vorstellen, wo wollen wir hin? Wo willst du da draußen? Wo willst du hin? Wie willst du das hier sehen in 50 Jahren? Wo sollen deine Kinder drin leben? Deine Enkel, sollen die in einer ausgeräumten Landschaft leben, wo kein Baum ist, wo man sich an nichts erinnern kann? Oder in einem wunderschönen, wo überall große Bäume stehen, wo ein Herz drin ist mit ein paar Buchstaben, wo man nach 50 Jahren noch mit seiner Frau davor auf der Bank sitzt und sagt, hey, hier waren wir 18, haben wir das Herz reingeritzt, ja? So, wo man sich auch erinnern kann. Das fehlt doch. Also wo ist da die Kultur? Ja, auch die Menschlichkeit, das fehlt mir da alles so. Das können wir wieder machen, aber nur mit euch da draußen zusammen. Genau, und jetzt würde ich sagen, der Reihe nach, Schlusswort, Stefan, du zuerst, wenn du magst. Ho, ho, ho. Für mich ist es das, was ich eben auch so gesagt habe, mit der Natur zu arbeiten, nicht gegen sie, oder die Natur zu kapieren, um sie dann zu kopieren. Wir können so viel lernen und wir können sie nur unterstützen. Das ist so eine regenerative Kraft und es sind so viele Lösungen da und wir können die globalen Probleme vielleicht nicht lösen, so ad hoc, aber wir können viele lokale Probleme lösen und dadurch lösen sich dann auch die regionalen und globalen und just go for it. So, we need everybody in this transition. Bernhard. Ja, ich denke, es liegt alles in unserer Hand. Jeden Tag gehen wir wählen. Mit jedem Einkauf, den wir tätigen, wählen wir unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Und ja, ich bin ja ein fast Konsumverweigerer, werde ich bezeichnet eigentlich, ja, weil ich einfach schaue, dass ich... Kenne ich. ich einfach reduziere auf die Fülle, die wir selbst vor der Haustür haben. Also, dass ich diese Fülle lebe. Und ich würde auch sagen, so, wir brauchen nicht noch mehr Schaugärten, sondern wir brauchen Essgärten. Wir brauchen keine Kochbücher, wir brauchen Essbücher. Das ist so meine Sache. Ja. Und eben die jungen Leute müssen einfach ins Tun kommen. Das ist, wir brauchen Leute, die aktiv sind, die tun. Und nicht nur junge Leute, auch natürlich, es gibt noch Leute, die längst nicht zum alten Eisen gehören, die müssen wir natürlich auch noch werken lassen. Das ist auch ganz wichtig. Also generationenübergreifend denken und kulturübergreifend denken einfach. Das ist wichtig. Genau, weil eine andere Welt ist pflanzbar, wie es so schön heißt, und mit Permakultur einfach Zukunft gestalten. Das wäre wichtig. Jetzt falle ich dir schon wieder ein Schlusswort, aber ich kann nicht ein. Das hat ja einen Grund, warum deine Söhne auch Bock haben, bei dir mitzuwirken. Ich denke, die sehen ja auch, was da Schönes ist, ja. Und das ist halt auch wieder das, wo wir sagen, so, was, da habe ich ja die große Hoffnung, dass auch meine Kinder mal sagen, hey, Papas Projekt ist cool, dann mache ich weiter. Und das gibt es ja kaum noch. Ja, Wilhelm, du. Ja, ich möchte einen sprachgeschichtlichen Einstieg machen in mein Schlusswort. Der Begriff Kultur kommt von dem lateinischen Wort cultura. Und der Cultura verstanden die Klassiker die Bodennutzungen. Das heißt den Weinbau, den Ackerbau, den Waldbau und dergleichen mehr, auch die Fischerei und dann Jagd. Das heißt, das ist die Grundlage dessen, was wir heute in unserer modernen Gesellschaft als Kultur bezeichnen, wenn wir von Museen, von Europa und anderen Dingen sprechen. In Wirklichkeit sprechen wir also sprachgeschichtlich von der Wurzel dessen, was wir daraus gemacht haben. Die Wurzel war die Bodenkultur. Und die müssen wir zurückgewinnen. Die müssen wir zurückgewinnen. Da liegt unsere Herausforderung. Das heißt, um im Sinne des neutestamentarischen Auftrags zu sprechen, wir müssen es schaffen, aus der Welt, die wir kaputt gemacht haben, wieder ein Kulturparadies zu machen. Und dann möchte ich an der Stelle warnen vor den falschen Propheten, gerade auch im Naturschutz, die meinen, der Natur ginge es nur gut, wenn wir sie vor den Menschen schützen. Der Natur geht es nicht nur gut, wenn wir sie vor den Menschen schützen. Sicherlich, die derzeitige Form unserer Landkultur lässt nichts anderes zu, als zu sagen, mach dich vom Ackerbauer, du machst nur alles kaputt.
Aber diesen Bauern brauchen und wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einen anderen Bauern. Und wir wollen auch einen anderen Förster als der, der die großen Maschinen in den Wald schickt und den 20-Meter-Raster aufhaut. Sondern wir wollen ja wieder einen Waldbauer, der den Wald zu nutzen versteht und lernt, mit ihm zu leben. Ein Landwirt, der wirklich den Landbau wieder bewirtschaftet. Also, das wäre mein Beitrag. Achtung vor den falschen Propheten, die meinen, das wäre nur durch Nutzungsverzicht, durch Natur gegen Mensch möglich. Und gegen die andere Seite, die meint, weitermachen zu können wie bisher. Beides geht nicht gut. Das Ziel muss das Kulturparadies sein in der freien Landschaft. Ja, vielen Dank euch dreien. Es war mir ein Fest. Und euch da draußen, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, vielen Dank für euer Interesse. Wir sehen uns dann beim nächsten permakulturellen Podcast. Ja, also legt los, macht eure eigenen Projekte oder unterstützt tolle, die es schon gibt, damit das so richtig Fahrt bekommt und hier was zu sehen ist die nächsten Jahrzehnte. Ich hoffe, ich sehe dann was. Genau. Macht's gut da draußen. Tschüss. Ciao. Ja.